herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seit langem sind wir mal wieder bei der Firma Subi Performance. Guten Tag, hallo. In Troisdorf. Ich hab dich wirklich vermisst. Es freut mich, dass du noch Motoren baust. Ich dachte schon, hier mittlerweile Kaffee, Espresso, Jagdrevier, nee, wie auch immer rausgemacht. Das machen wir dann in 7 Jahren, genau. Aber noch Motoren. Ja, und mehr wie je zuvor. Also es nimmt keinen Abriss und ich bin ja aktuell mehr auf den eigentlichen Motorenbau am Fokussieren, wie, sagen wir, Content zu erstellen, was leider meine Community, die zum Teil wahrscheinlich auch deine Community ist, ein bisschen trauern lässt, aber ich denke mal, wie in jedem Leben hat man immer so Höhen und Tiefen. Ja, was heißt hohl, ist kein Tief für mich, aber man hat halt so irgendwie mehr Ambition für was und manchmal weniger, ne? Ja, du musst es positiv sehen, nach jedem Tal muss ein Berg kommen. Weil es gibt kein Tal hinterm Tal. Aber es ist für mich kein Tal, dass ich keine Videos mache. Also das würdest du ja schlecht reden. Das ist so, als wenn, das ist wie bei dir mit dem Lambo. Da hast du einfach aktuell keine Lust zu. Und deswegen. Nee, das ist ein Tal. Das ist ein Tal. Es ist ein Abgrund. Also, mit Sprung. Siehst du schon das Licht am Horizont? Nein, aber also der eigentliche Grund, auch warum ich länger zum Beispiel nicht hier war, ist einfach, dass mein Tal mit dem Schrauben war und ich einfach nicht schrauben konnte, hallenbedingt. Und halt auch haufenweise andere Sachen hatte und so weiter. Und jetzt fängt der Berg wieder an, weil wir endlich mal wieder anfangen können, die Autos zu machen. Ja. So, deswegen sind wir auch hier. 1, 2 Motoren mit. Seht ihr dann aber in weiteren Videos. Wir wollten euch nur mal auf den aktuellen Stand bringen. Einfach ein bisschen Kacke quatschen. Ein bisschen gucken, was hier so geht. Ist ja viel passiert, ne? Also man sieht bei Instagram gefühlt, wie hier mit einem 40-Tonner die Maschinen rein- und rausgefahren werden immer. So, also der Durchlauf an Maschinen ist wirklich, also gefühlt bist du mittlerweile das Testzentrum hier für die ganzen Maschinen. Ja, so schlimm ist es ja nicht. Aber wir können jetzt was wirklich was Finales sagen. Das habe ich noch in keinem Video richtig gesagt und das habe ich auch noch nirgendwo auf Instagram groß erwähnt. Quasi Highlight. Es gibt eine neue 5-Achs-Fräsmaschine für mich, die noch größer ist wie die Hermle. Gut, die Hermle, die ich habe, ist jetzt nicht klein, aber die ist auch nicht riesig. Es wird eine Trommelwirbel. Grob 550. Die Grob 55 wird dir jetzt nichts sagen, aber bei der Hermle kommt die Spindel von oben. Und ich mache ja so ganz oft dieses Lagergassen-Thema. Und bei der Grob kommt die Spindel von der Seite und du kannst Werkzeuge einspannen, die sind 1 Meter lang. Solche Ballermänner. Und da können wir in einem Durchgang diese Lagergassen aufspindeln. Aktuell mache ich das ja oft so, dass ich so spinne und dann Kinematik 100. Ah, okay, das heißt Spindel links. Okay, und für deine, die bleibt aber oder die kommt weg? Die bleibt. Okay, das heißt, du kannst so für Gewinde und all sowas, für deine Close-Deck-Sachen, das machst du auf der oder alles, was Lagergasse ist. Nicht nur das, das wäre ja crazy, so eine Maschine für 660.000 kostet die Liste. Sich da nur deswegen die Maschine hinzustellen, aber ich mache aktuell die Fräsmaschine alleine und es ist oft so, dass wir ganz viel Motorenbau-Geschichten da. Ich habe so eine Palette da liegen, die ich abzuarbeiten habe und gleichzeitig solche Jobs habe wie sowas hier. Das soll ich Billet aus dem Block fräsen. Das Rotteil ist schon da. Das Programm steht auch schon fast zu 90%. Und das Billet rauszufräsen aus einem Block ist schon mal so Laufzeit. Ich schätze mal, das wird schon 6 bis 8 Stunden laufen. Ne? Und wenn ich dann 6 bis 8 Stunden, ich soll davon 10 Stück machen, bin ich eine Woche lang oder noch mehr beschäftigt, dieses Teil zu fräsen. Und dann häuft sich quasi mein Motorenbearbeitungsstapel immer mehr. Und ich sag dir eins, ich habe sehr viel Mitleid mit den ganzen Zerspanern, denn damit kannst du kaum auch Geld verdienen mit dieser Zerspanung. Weißt du, so ich bearbeite den Motor, ich mache da ein Hundertstel weg, da eine Lagergasse schön. Sagt, dafür kriege ich so Makes und der Kunde ist happy, weil jemand hat ihm das gemacht. Weil so eine Zerspanerbude, Punkt 1, die haben nicht das Background-Wissen über die Motorentechnik und Punkt 2, dann haben die auch nicht irgendwie so die Werkzeuge, wie man sie für die Motorenbearbeitung braucht. Und damit lässt sich wenig Geld verdienen. Das mache ich jetzt einfach nur. Wahrscheinlich, weil selbst da auch schon die Asiaten hinterher sind. Wahnsinn. Selbst sowas zu fräsen halt. Ne? Weil nein, kann das man fräsen ja gut, die. Kann man ja gut verschicken. Sowas ist jetzt ja noch nicht so groß, dass man es nicht verschicken kann. Das fräsen die, easy. Was ist das hier, so LKW-Zug oder? Ich darf es nicht ganz genau sagen, aber das ist so ein Triebwerk, so ein Dieselaggregat, was, ich glaube, etwas Zugiges antreibt. Ja, irgendeinen Favoritenmotor so in den letzten 12 Monaten? Also irgendwas, was dir am meisten Kopf zerbrochen hat oder was am meisten Spaß gemacht hat? Also wir machen immer mehr Porsche. Mhm. Porsche macht echt Spaß, weil ich weiß nicht, bei Porsche, wenn du was da in die Hand nimmst, ne, das ist alles durchdacht. So, die Qualität ist mega, also das ist echt
echt wenig Shit dabei. Und ich will jetzt keine, aber wenn ich jetzt sowas hier Französisches in die Hand bekomme, da sollen wir was nacharbeiten, da passen die Maße. Wenn du einfach nur diese Zylinderstichmaße, die ab Werk ja meistens gerade Zahlen, am Ende ist das alles Pi mal Auge bei den Dingern, ne? Das ist alles, wenn du eine Porsche-Welle wuchtest, die ist immer perfekt. Also da musst du eigentlich gefühlt nichts machen. Mhm. Ne? Also Porsche machen wir wirklich sehr viel und machen wir auch gerne. Wir haben auch gute Projekte, die wirklich für deine Verhältnisse auch viel Leistung haben, irgendwie so 1500 bis 2000 Echt? PS. Ja, jetzt nicht in Deutschland, obwohl doch einer fährt in Deutschland. Was, bin, 10-Zylinder oder was? 6-Zylinder. So Nissan GT-R oder? Nein, Porsche. Porsche sind wir immer noch. Ich habe doch von Porsche geredet. Das ist hier so GT2 RS oder so. Als ich 1500 gehört habe, war ich schon wieder bei anderen Autos. Weil so bei Porsche ist ja ganz oft so 1000, ja, ja, und dann 911, 1200, 1300. Und dann ist aber so immer die Grenze, wo es dann immer nicht weiterging. Wahrscheinlich, ja, weil es auch zu teuer, zu exklusiv, zu... Ja, es wird dann utopisch teuer. Es sind dann Liner mit Nikasil und unglaublich Aero-Kurbelwellen vom Feinsten gemacht. Beschichtete Kurbelgehäuse von außen, damit die Wärme besser abgestrahlt werden kann, so komplett crazy. So, leider viel mit Geheimhaltungsvereinbarung. Gibt es irgendwas, was du mittlerweile, also was du nicht machen kannst, weil ich war fast schon, also ich war positiv erschrocken, wie viele Leute hier mittlerweile rumlaufen? Ja, wir hatten ja mal viele haben das verfolgt. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, sind 3 bis 4 Leute gegangen. So, dann haben wir in einer kleinen Gruppe weiter durchgezogen, dann waren wir nur noch 7. Aber jetzt habe ich wieder 3 neue Jungs eingestellt, die sich wirklich sehr gut machen. Die kommen überwiegend aus der Industrie. Und wie wir wissen, die Industrie ist heftig am Bröckeln. Ne? Mhm. Vor 2 Jahren waren noch hier Arbeitsplätze, die Leute haben zwingend nach Mitarbeitern gerungen. Und jetzt kriege ich eine Bewerbung nach der anderen. Industriemechaniker sucht einen Job, hat das Feingefühl, ist autointeressiert. Also ich habe echt gut Bewerbungen aktuell da. Weil mittlerweile kannst du ja, egal ob Laserschweißen, Wuchten, Drehen, Fräsen, alles klar. Drehen noch reinigen. Nicht, drehen noch nicht. Aber ich will eine Drehbank kaufen vielleicht mal. Ja, aber so für Kleinigkeiten hast du ja schon. Ja, einen. Das kriegen wir mal. Außerdem, ich sag mal, ich kriege auf der Fräse fast alles auch rund gefräst, was ich drehen kann. Ne? Aber was wäre so typisch zum Drehen? Irgendwelche Buchsen? Ich würde einfach gerne mal anfangen, meine Buchsen selber zu machen, damit ich die so... dass das flüssig geht, denn es ist immer noch das alte leidige Thema, du hast es selber, wie lange wartest du auf dein Getriebegehäuse und Kupplung, was? Ja. 6 Monate oder nee, so? 1,5 Jahre fast. Ach, das ist Katastrophe und ich kriege einen Anfall, wenn ich irgendwo in England oder sonst wo anfrage und sage, ich brauche so eine Buchsen mit so einem Absatz und der sagt mir 3 Monate Lieferzeit, weil ich weiß, das programmiert auf der Maschine, läuft genau 12 Sekunden, dann musst du das bitte einpacken und mir schicken. Ja. Ja, und das muss, das ist zwingend notwendig. Aber muss ich halt wieder einen Dreher fräsen. Also eigentlich suche ich noch wieder einen Fräser. Also wer sich bewerben kann, da waren, Lust, kann das machen. Da waren wir ja, ich und Björn, damals bei der Firma Böhringer. Ja. Auch genau dafür. Der wollte auch seine Buchsen selber machen. Ja, es ist eigentlich, ist es okay. Weil du bist halt dann viel, viel flexibler. Ne? Mhm. Also diese ganze, also es war ja schon immer meine Theorie, mach's einfach selber, dann bist du auf keine abhängig. Ne? So, ja. Es hat ja alles irgendwie mit einer Halle und einer Werkbank angefangen und dann habe ich mir eine Standbaumaschine gekauft, dann habe ich mir eine Planmaschine gekauft, dies und es kam immer mehr. Immer mit der Prämisse, ja, damit ich nicht immer den Leuten hinterherlaufen muss. Ne? Wie lange bist du jetzt hier in der Halle? 2021, 3 Jahre. Boah, kannst du krass viel Zeit fliegen. Mhm. Gefühlt habe ich letzte Woche noch deinen Block aus der alten Halle getragen. Aber die besteht immer noch, die alte Halle. Da ist Papa immer noch so. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Ist mein Zwischenlager mittlerweile geworden und auch noch mein Vater schraubt auch noch so ein bisschen. Aber die Werkstatt ist auch noch drin. Ja, aber mein Vater macht nur für seine Freunde. Mhm. Mein Vater ist 71. Mhm. Wird jetzt 71, ja. Ja. Gehen wir mal gucken hier. Komm, wir gehen gucken. Ein bisschen Maschinen gucken. Ja, Tor. Ja. Also die große Frage ist, ne? Guck mal, die Grob, die hat 9 Tonnen. Die Grob hat 24 Tonnen. Die wiegt das fast mehr wie das Doppelte. Die wird hier so quasi so in den Raum gestellt mit dem Arsch nach da und hier wird dann die Tür offen sein. Mhm. Das wird ganz cool. Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, Kurbelwellen wuchten, da haben wir für dich noch nie was gewuchtet. Nee. Ja. Ich habe lange keine Wellen mehr gewuchtet. Also Schenk ist so das deutsche Nonplusultra, was Wuchten angeht. Ich wollte mir, ursprünglich habe ich mir mal eine polnische oder eine amerikanische angeguckt. Und das Problem ist ja, bei Wuchten gibt es ja nicht
geht so gewuchtet, sondern entweder ist es gewuchtet oder du kannst es in die Tonne werfen. Und deswegen kannst du beim Wuchten keine Abstriche machen, weißt du? Und aber das ist funktioniert gut. Einwandfrei. Wir wuchten schon relativ viel. Dann kommen dann hier, wie du das so kennst, hier haben wir dann unsere Meistergewichte, die wir so mit diversen Schrauben, und dann kommt da noch Knete und Unterlegscheiben, bis du da aufs passende Gewicht kommst. Ne? Das ist halt mittlerweile geil, dass ihr halt wirklich, wie du selber schon sagst, alles selber machen könnt. Ne? Weißt genau, du, weil musst nicht erstmal irgendwo wieder Meistergewichte bestellen, nee, sondern zack, schnell gefräst und gib ihm halt. Genau, richtig. Das ist immer das Ziel. Ne? Und hier 24 Tonnen Koloss. Ja, der wird dann hier so, also ein bisschen nach da wird er da stehen, die Tür geht so seitlich auf, so dass ich dann zwischen den beiden Maschinen hin und her rennen kann und nicht mehr schlafen gehen muss. Ja, man sieht es ja bei Instagram immer. Ja. Also die letzten Tage waren länger, ne? Ja, ja, ja. Das ist aber so, ne? Und das verstehen halt viele nicht. Du bist selbstständig, du verstehst das. Du tust dir auch manchmal die Nächte um die Ohren hauen. Weil das Ding muss fertig sein. Du kannst jetzt nicht noch irgendwie sagen, oh, jetzt ist Feierabend morgen. Dann kannst du auch, weil Finanzamt sagt nicht, morgen wird nicht abgebucht, ja, weil du bist ja müde, weißt du? Ja. Mach nächste Woche. Ja, genau. Nächste Woche. Weißt du, wen ich da hatte? Berufsgenossenschaft. Und erstmal alles auf den Kopf gestellt. Oder? So eine Liste. Darunter auch diese Drehbank. Da muss ein Plastikschutz drum. Ja, aber ja, erstmal nur Liste zum Bessermachen, oder? Ja, diese Liste ist schon so mit ein bisschen Mahnung. Muss nochmal. Nochmal nachhauen. Die war schon mal da, aber ich habe da nicht so viel geschafft. Ja, aber dann ist man wirklich verpflichtet dazu, alte Maschinen, die eigentlich einen Bestand haben, umzurüsten. Ja, guck mal, überleg mal. Da muss jetzt hier so eine Plexiglasscheibe rum. Da musst du mit so einer Plexiglasscheibe rein. Da siehst du ja gar nichts, Alter. Ja, ja, deswegen, ich habe gesagt, die kommt auch bald weg, da kommt jetzt eine neue, deswegen hat sie nochmal ein Auge zugedrückt. Hast du überlegt, Plexiglas oder neue bestellen? Alles klar, neue bestellen. Ja, ich muss ja eh eine neue holen, ne? Deswegen, das ist klar. Ja, sonst komm, wir gehen da hinten, ist cool. Aber du hattest doch vor der Hermler auch eine andere Maschine noch. Eine Haas. Ja. Du kannst damit halt alles angefangen, dreiachsig, nicht fünfachsig. Mhm. Die stand da in der Ecke, aber wenn du eine Hermler hast, willst du nicht mehr mit einer Haas arbeiten. Das ist so wie... wenn du einen Porsche hast, irgendwie mit dem Fiat auf den Track zu fahren. Ne? Ja, manchmal ist der Fiat auch schneller. Ne? Also, auch mit dem Porsche muss man erstmal umgehen können. Ja, ja, einer unserer neuesten Errungenschaften. Wobei die auch schon echt groß ist, ne? Muss man auch schon sagen hier. Ne? Ja, Alter, das ist kein Spielzeug, das ist schon Industrie. Ne? Ja, das ist ja schon. Das geht schon ab. Guck mal, was, ne? Komm, wir können mal ein bisschen weiter in die Materie gehen. Der ist der Elektroschrank da dahinter. Mhm. Und der ist mit der Klimaanlage gekühlt. Willst du mal reingucken? Ja. Wie lange hast du die jetzt hier? Auch 21? 21, ja. Ja. Aber die wird schon täglich benutzt. Ja, Alter, die läuft tagtäglich. Und das ist aber so, dass du aktuell machst alles, was an der Maschine ist, du. Ja. So, guck mal. Ja, Alter, krass. Made in Germany. Das ist Qualität. Allein. Weißt du, wie die Haas von innen aussah, Alter, das ist so. Ja, das ist ja vorhin, da ist ja, also eine Unterverteilung oder eine Hauptverteilung von einem großen Gebäude ist das ja so von der Größe her, ne? Da unten ist der Zulauf. Hat die auch schon irgendwie so eine Löschanlage intern? Nee. Gibt's aber, wenn die Leute zum Beispiel relativ viel Magnesium fräsen, habe ich sowas gehört. Und auch. Bis jetzt lief die einwandfrei. Das Einzige, was ich einmal hatte, war, dass das Messtaster-Modul hatte eine Macke. Das ist das Teil hier oben, glaube ich. Das ist dann neu gekommen. Da kommt dann aber wer vorbei und macht das. Ja, und der Service von Hermle ist wirklich spitzenmäßig. Guck mal, ich werde jetzt von Hermle nicht gesponsert oder so, aber die Jungs machen echt einen. Also wenn ich jetzt da anrufe, jetzt, dann ist morgen früh um 9 einer da, der macht mir eine neue Spindel da rein. Mhm. Wenn ich die jetzt gleich platt fahre, weißt du? Weil, und wenn das nicht schafft, dann bezahlen die mir tatsächlich Ausfallgeld. Ja, hier warst du ja mal bei uns in Hannover. Genau, richtig. Seit Ewigkeiten. Der Alpha-Dieter. Der Alpha-Dieter, genau. Seit Ewigkeiten besitze ich so ein Laser, und dieser Laser war einer meiner besten Investitionen. Ich habe die ja tatsächlich erstmal als Test von Alpha Laser hier hingestellt bekommen, und dann habe ich gesagt, okay, das Ding brauche ich, und habe das Ding direkt gekauft. Weil, ja, keine Ahnung, Kunden ist was abgerissen, Macken im Rennraum, wird eben aufgelasert, drüber geplant und ist wieder schick. Ne? Oder so Risse zwischen Sitz und so machen das. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Kann man sowas schweißen? Ja, ganz oft. Guck mal hier. Zum Beispiel hier. Der Stuhl ist auch geil bequem irgendwie. Der kostet 1500 Euro oder so. Der ist, guck mal, der ist auch überdreht. Dreh mich mal. Nee, irgendwie der dreh dich so, mal um. Der ist so ergonomisch. Nein, dreh dich auf dem Stuhl rum. Ach so. Setz dich mal so. Und so kannst du damit halt auch Ellenbogen hier drauf, und dann kannst du so Laser schweißen. Dafür ist das geeignet.
Ja, das ist dafür da, damit du 12 Stunden da drauf sitzen kannst. Siehst du, hier waren Risse drin, die haben wir dann verlasert und dann werden die Sitze jetzt nachgespindelt und dann ist wieder alles Taco. Ach, was wir alles geschweißt, bevor der Sitz raus ist? Oder? Also nee, Sitz raus, geschweißt. Sitz raus und dann schweißen. Was wir alles gelasert haben. Echt, aber das geht? Ja, verrückt. Weil, Alter, es gibt Thema zum Beispiel R32-Köpfe. Es gibt so viele Köpfe, die alle gerissen sind. Aber die Köpfe deswegen mittlerweile so sündhaft teuer sind. Ja, ich weiß. Wir machen das en masse, wirklich. Ich kann dir noch gleich andere Arbeiten zeigen. Aber wenn du sowas hier nachschweißt, musst du das erst wegfräsen? Also machst du da auch eine Kerbe rein? Da wird eine richtige Kerbe. Man macht am Ende ein Loch, damit man keine Kerbwirkung hat. Quasi weitergehende Rissfortpflanzung und so. Ist nicht einfach nur draufhalten, sondern schon... Nee, das ist eh so eine Kunst für sich, aber das kriegen wir gut hin. Mhm. Ja, und dann seit Anfang des Jahres steht hier ein Metall-3D-Drucker. Wir drucken tatsächlich so Sachen, kleine Halter, Spielzeuge. Aus Metall, sieht aus wie so ein Kühlschrank. Mein Kleiner läuft immer hier dran und sagt: Eis. Papa, Eis! Oh, oder sag ich: Papa, ist kein Eis. Mit welchem Verfahren druckt der? Also wie? Das ist so ein Pulver-Laserschweißverfahren. Da wird das Pulver immer um 1/100 Millimeter aufgetragen, verschweißt mit Laser und wieder 1/100 drüber. Mhm. Also der schweißt so, also der geht mit Laser in diese Schicht rein und verschmilzt genau, das. Und das hier ist dann zum Sauermachen? Ey. Genau, weil dieses Pulver ist so fein, dass das sich in die Lunge absetzen würde. Ist das ein komplett geschlossenes System, verstehst du? Du nimmst diese Kartusche da raus, guck mal hier entsteht der eigentliche Druckvorgang. Hier ist eigentlich noch eine Kartusche drin. Diese Kartusche wird dann da reingesteckt und wenn ich die Kartusche jetzt hochfahre, man sieht jetzt leider nichts, kommt dann das Bauteil raus. Ach so. Ich kann dir mal ein gedrucktes Teil zeigen, aber hast du natürlich schon. Ja, aber das heißt aber, der Bauraum ist nicht so groß bei dem Drucker hier. Leider habe ich da nur 100 mal 100. Also 100 Durchmesser, so eher gesagt. Ah, 100 mal 100. Aber könnte man immerhin schon mal einen Kolben drucken. Habe ich mir auch gedacht. Ja. Meinst du, das geht? Ja. Aber weil den würde man ja dann in... Müsste man überlegen, weil ich weiß ja... Aber ich kann aktuell nur Edelstahl drucken und... Aluminium ist noch das Problem in der Parameterfindung bei Alpha Laser. Verstehst du, die Kunst beim Druck ist es eigentlich, die richtigen Parameter zu finden, dass das Bauteil möglichst so rauskommt, wie du es auch haben willst und nicht irgendwie 1/15 kleiner ist und einfällt und so. Weil der Shit bei den alten Rennmotoren waren ja immer Stahlkolben am Ende. Ja. So, ne? Und das müsste ja theoretisch dann sogar fast... Drucken wir den Stahlkolben, genau. Ja, weil da kann man ja Sachen drucken, die du so niemals gießen oder fräsen könntest. Maler hat ja schon einen Kolben gedruckt, deswegen. Alter, das wär's nochmal, wir drucken den Kolben. Ich kann den machen, aber den würde ich dann nicht unbedingt beim... Obwohl, beim Wehmeyer kann man das einbauen, ist kein Problem. Ja, wobei der VR6-Motor ist für sowas zu... Ich will nicht sagen zu bauernhaft, ne? Aber das ist ja... Das macht man ja eher bei einem richtigen Rennmotor, geilen Motor, weißt du, mit Effizienz und so. Mhm. Guck mal, was haben wir hier? Was bauen wir hier so? Mhm. Boah. V8 RS6, relativ neu, auch Lamborghini Ursus. Tatsächlich mit Buchsen versehen. Italian AP-Kolben. Was sind die hier? Was ist das? Das sind Buchsen. Nee, also die was hier verschlossen wurde? Oder? Ach, das ab Werk. Ach so, das ab Werk hier sozusagen? Ja, irgendwas da ab Werk drin, ich weiß auch nicht. Vielleicht zur Fertigung, ne? Ja. Dass wir irgendwas auch machen müssen. Ja. Aber das ist dann einfach nur eine Stahlbuchse? Da ist eine ganz dünne Stahlliner drin, ja. Und der hat so 200 mm Überstand. 200. Aber der ist am Berg drin, der Liner? Nee. Ah. Der hat die reingemacht. Ja. Und warum? Was sagst du? Warum nicht lebenszeitlange? Ja, alles ultra filigran, weißt du so. Ach so. Zylinderabstände, auch Lagergasse, das ist echt alles. Ich weiß es nicht, warum. Das ist nicht so. Auch krasser Kolben, so. Also so verdichtungsmäßig, ne? Ist direkt ein Spritzer, klar. Aber Schon dickes Pferd, ja. Sind allerdings, wie schon erwähnt, einer der letzten dieser Motoren, die wir hier vollständig bauen, weil wir den Fokus und die Wirtschaftlichkeit schon auf irgendwie uns bei Back to the Roots machen. Porsche, Subaru, rein Boxermotor. Wir bearbeiten euch noch alle hier, wer irgendwelche Buchsen da eingesetzt bekommen haben will, etc. Das können wir immer machen. Aber wenn wir hier um jeden Motor, der hier ankommt, uns dann erstmal reinfuchsen, da geht eine Zeit und Energie bei drauf, da... So viel Geld kannst du am Ende nicht nehmen, weißt du? Ja, auch allein die Teilebeschaffung. Ne? Du kriegst ja nicht gerade so spezifische Sachen, kriegst du ja nicht irgendwie von einem Großhändler. Das heißt, du fängst dann an bei Audi, bei Porsche, überall die Teile zu besorgen. Letztens habe ich Joey dabei beobachtet, der hat irgendwie 6 Stunden lang Teile ausgesucht. Und krass. Das kannst du dem nicht übel nehmen, ey, wenn du das erste Mal in so einen Motor reinguckst, weißt du?
Das sind normale Tastenstöße. Subaru, ne? Ja, ja, die brauchen wir halt. Wir machen halt immer noch viel Subaru, obwohl ich glaube, wir mittlerweile in Deutschland echt alle durch haben. Aber haben die Serie mit mechanischem Ventiltrieb? Ja, ja, ja. Japaner immer, zu 99%, ja. Ein aktueller auch noch, so wie der vor der Tür steht, so 2020, ja, ja, 2016. Ja, ja. Auch echt? Die ganzen Honda, die sind auch überwiegend starr. Das war schon immer gut. Das hier ist auch wieder was Cooles. Ja, also die ganze Montagestraße hier ist, gefällt mir. Guck mal, das hier ist... Sieht auf jeden Fall hier nach Spaß aus. Das ist RB26, ne? Mit All-In hier, so schicken Übermaßventilen. Die ganz günstigen Motoren hier. Genau, Übermaßventilen, Tomei, Nocken. Und die haben immer das Problem, dass die Nockenwellen fressen. Die gehen alle kaputt. Mhm. Dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, wir müssen eine Lösung finden, weil die Köpfe sind viel wert, die Autos sind mittlerweile teuer, damit kann man auch noch ein paar Euro machen. Dann machen wir Folgendes, wir spannen auf die Hermine ein, planen die Lagergasse ab, setzen dann mit einem Kugelfräser die Lagergasse, zeilen wir die ab, so, und über die kompletten Flächen haben diese Böckchen Billet gebaut, die sind arretiert hier mit Pins, das ist auch nicht ab Werk. Und somit haben wir quasi neue Nockenwellenlagergasse gesetzt. Das heißt, du setzt die Nockenwelle minimal tiefer? Zehntel. Und somit ist die wieder abgezahlt, neue Billetböckchen kommen rein, davon habe ich einen ganzen Haufen erstmal durchlaufen lassen und das läuft einwandfrei. Geil. Ja, und das sind halt so Sachen, wenn man... Und dreht sich auch schön, ne? Ja. So, 600. Laufspiel ist... Das ist halt so Sachen, wenn man sich irgendwie in dieser Tuning-Szene für irgendwas spezialisiert, beziehungsweise sich einen Kopf mal um sowas macht, ne, dann kann man damit auch ein paar Euro noch verdienen. Weißt du, so. RB26 schon ganze Motoren gemacht, ja? Ohne Ende, weil wir machen hier für TJ Imports alle. Weil die ja ganz, ich habe mich auch mal länger mit ihm unterhalten, da ist ja schon so, das ist wohl ein Motor. Ich dachte immer, RB26 wäre der Motor. Nee, die gehen übelst kaputt. Der Motor, wenn du so 2JZ-mäßig, aber ganz und gar nicht wohl. Das ist wohl die Hölle. Filigran von Kurbelwellen, Ölversorgung und Lagerschalen und das ist alles sehr, sehr problematisch. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir wieder, glaube ich, das ist ganz altes BMW-Zeug. Krasses Ding. Ja, nichts zu erwähnen. Ich weiß gar nicht, was wir alles gemacht haben. Bei so alten Dingern oft viel mit Laserschweißen und so. Ja. Das ist nicht Porsche, das ist auch 6-Zylinder Subaru. Der hat sich hier verirrt, den mag ich eigentlich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das war ja schon immer so, du hast immer gesagt, Katastrophe, ne? Der ist richtig Katastrophe, dieser Motor. Der ist wirklich Katastrophe. Die Schrauben, wenn du diese Schrauben von dem Stirndeckel löst, ne? Das sind nur ungelogen, das sind 10 Kilo Schrauben. Ich zeig dir das Bild von der Frontseite. Das sind 10 Kilo Schrauben. Ja, aber krasse filigrane Welle so, ne? Ja, das stimmt. Und selbst bei dem ist das auch so, dass man da durch so ein Guckfenster hier die Splinte montiert? Ja, oder? Ja, richtig. Das finde ich ja immer so beachtlich, dass man Bock so hat, diese Boxer-Sachen zu machen, weil du baust Kurbelwelle mit Pleuel drauf ein, steckst den Kolben rein und führst hier rüber den Kolbenbolzen rein und frickelst die Ringe rein. Ja. Die Ringe in der Mitte rein zu frickeln. Da gibt es dann solche Zeichen. Macht nur Alex wahrscheinlich, ne? Nein, nein. Ich habe Alex beigebracht. Das geht dann mit so einem Werkzeug. Da kommt vorne der Ring rein. Dann steckst du den da drauf und dann machst du quasi. Dann drückst du den, wenn hier der Kolben ist, drückst du den rein. Da rein. Habe ich mir selber gebaut. Umgebaut. Genau, hier ist unsere quasi, ich nenne sie mal Demontage. Weil wir hier demontieren, reinigen und dann erstmal vermessen und schauen, wie geht's weiter. Ne? Ich kann mir ja gerade mal gucken. Was ich jetzt relativ neu habe, ist das neue große Ultraschallbecken. Kannst du drin baden, ne? Ja, also das passt halt 300 oder wie viel? 400 Liter? 400 Liter. Und das Reinigen mit Ultraschall ist halt wirklich besonders im Zylinderkopfbereich. Alter, was ist das für ein Riesenkasten? Ne? Aber das ist ja auch so krass gedimmt. Ne? Wenn du das Ding am Wochenende ausmachst, du kannst immer noch, jetzt ist die Bude raus, kannst du runterfahren und während des Ultraschallvorgangs pulsiert das so und fährt hoch und runter. Und somit kommen die Ultraschallwellen auch überall hin. Ich habe tatsächlich auch meinen eigenen Ultraschallreiniger hier bei mir im Shop, weil die Leute haben meistens diese kleinen. Und die wollen aber ihre zu Hause ihre Sachen sauber machen, wie Vergaser etc. Aber im Internet gibt es einen Schrott-Ultraschallreiniger. Dieser Ultraschallreiniger kostet irgendwie 350 Euro, irgendwie die 20 Liter Kanister, weißt du? Aber das lohnt sich. Deswegen, ich verkaufe es an den kleinen Gebinden. Und, okay, hier geht halt ein ganzer Motor rein, ne? Ein ganzer Block zumindest. Ja, ja, alles. Gibt jetzt nicht, was wir das noch nicht... Das heißt, ihr schmeißt dann auch alles rein? Egal ob Block, Kopf?
Ja. Alles einmal gib ihm. Ja. Also der, und durch das Ultraschall löst das auch so Dreck im Kopf und so weiter auch an? Ja, genau. Also durch diese Frequenz, die da entsteht, diese Ultraschallwellen, die treffen dann auf das Dreck auf und das platzt so richtig ab. Ne? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Hast du noch nie gesehen? Guck mal. Ja, also Kleinteile beim Vergaser und so immer, ne? Ja. Also eigentlich der Vorgang, du zerlegst was, dann kommt es erstmal ins Bio-Rabatt. Mhm. Da wird erstmal das ganze Öl abgemacht. Dann kommt in die Vorreinigung, das ist unsere Vorwäsche. Dann kommt es ins Ultraschallbecken und irgendwann, wenn es dann final bearbeitet ist und alles schön ist, kommt es in die Feinwäsche. Und dann sieht im Idealfall, ich denke jetzt, ich weiß nicht, ob der Motor hier, er hat jetzt nicht die Mega-Reinigung hinter sich, aber das ist von dem Sechszylinder, den wir uns da eben angeguckt haben. Ne? Dein Lieblingsmotor? Ja, richtig. Aber du siehst, guck mal, das ist klinisch rein, da kannst du wunderbar mit arbeiten. Ja, auch wenn das so geil glänzt immer. Ja, genau. Und dann kannst du jetzt erstmal gucken, okay, ist die Lagergasse eingelaufen, ist die nicht, ist das nochmal rettbar, etc. Ne? Mhm. Guck mal, wie filigran die Nockenwellenlagerung ist. Ja. Und jetzt pass auf, zum Thema Verschraubung 10 Kilo. Hier. Und das ist, pass auf, das ist eine Seite. Ne? Und das ist aber doppelt, dahinter ist nochmal. Das heißt, das ist zweimal. Und um die Ölwanne oder Ölpumpe zu wechseln, musst du diesen Deckel komplett abbauen. Steuerkette, alles ab. Guck dir das mal an. Doppelt, weil eine Kette drin läuft. Ja, richtig. Alter, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wo die andere Kiste Schrauben sind. Alter, das sind Schrauben ohne Ende. Ich habe das nicht mitbekommen, aber irgendwie hat Christian das angenommen. Ja, und das hier ist nur chemische Reinigung, genauso wie die erste, nur etwas größer. Um halt auch mal so ein V8 und noch mit zwei Köpfen da reinzubringen gekommen, weißt du? Und dann auch irgendwie so 80 Grad, 70 Grad, 90 Grad? 70, was hat das Ding eingestellt? 80, ja. Das ist aber auch wieder der Key, der gute Reiniger. Ne? Also wenn du da jetzt per Woll reinmachst, ist das jetzt nicht so cool. Normale Strahlkabine, also was ist normale, die ist ja mit Wasser. Ne? Nur Wasser oder ist auch ein Strahlgut mit drin? Wasser und Strahlgut. Mhm. Das heißt, das ist wirklich fürs ganz, ganz Grobe dann. Und im Idealfall bieten wir das nicht an, weil das die Arbeit, also wir kriegen das hin mit den Gerätschaften hier, aber die Arbeit, dass das ganze Strahlgut dann am Ende auch wirklich da raus ist, ja? Da bist du beschäftigt, Junge. Mhm. Ja, und wenn halt Alter, ich sag ja, egal wer das zum ersten Mal macht, der macht's falsch, ne Alex? Genau. Ja. Weil das ist wirklich utopisch, ne? Ja, und ein Korn reicht schon, dass alles Schrott ist. So sieht's aus. Ja, High-End Porsche GT2 RS-Köpfe, die sind so 1500 PS Aperillo, weißt du? Ah, das ist so ein besagter 1500er. Ja, richtig. Hier auch richtig crazy, diese Abrisskante, die man hier hat. Sieht aus, als wenn der Ventilsitz noch fehlt, ne? Ja. Ist aber bei diesen Direkteinspritzern, modernen Motoren überall so. Hat was mit der Verwirbelung im Kanal zu tun. Und da auch kann dir aber Tim Schmale noch ein Kotelett zu ans Ohr geben. Das gute Kotti. Und auch gefühlt für den Brennraum kleine Ventile, finde ich, ne? So, wenn man sich überlegt, also weißt du, da wäre ja schon noch viel gegangen, aber wie du selber schon gesagt, wird sich Porsche was bei gedacht haben, ne? Ja, Ladedruck regelt. Nee, kann ja auch irgendwie was zu tun haben mit Wärmeabfuhr, Wärmeaufnahme, Wärmeabgabe, Brennraumfläche. Es ist, also ganz einfach, wenn du was siehst von Porsche, dann hat alles seinen Sinn. Der Steg hier hat seinen Sinn, die Bohrung, dieser Absatz, das ist immer alles mit Kopf. Also da musst du gar nicht groß was in Frage stellen. Die Kanalform, das was da rausgeholt wurde, ist auch nur marginal. Ne? Also das ist nur angeputzt. Ja, so in die Richtung. Ja gut, die gute alte, also wenn sich wer selbstständig machen will mit Motorenbau, empfehle ich euch auf jeden Fall einfach diese Maschine zu kaufen und anfangen damit zu arbeiten, weil ich sag's dir, damit kannst du innerhalb von 6 Monaten dein Geld reinholen, was die Bude kostet. Nimmst für Kopfplan 50 Euro, machst jeden Tag 3 Köpfe und fährst nach Hause wieder. Die hattest ja auch in der alten Firma schon. Ja, jetzt schon in der alten Firma. Du warst ja erst an meinem zweiten Standort angekommen. Ne? Und die nimmst du nur zum Köpfeplan? Nee, wir spindeln damit auch immer noch. Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, ne? Weil du hast ja damit auch immer die Buchsen. Letztens habe ich noch, weißt du, so wenn wir nicht einschwenken müssen, dann habe ich damit letztens noch so einen Dazer vorbereitet für Buchsen. Ne? Das heißt, alles, was rein Motor ist, mit einer geraden Buchse? Easy. Du kannst auch V machen, nur mit dem Adapter immer. Bis unten, du das oder? Da ausgerichtet hast, ist das halt Arbeit. Ne? Hier auch was relativ Neues da Errungenschaft. Sieht aber sehr unspektakulär aus. Das ist hier, um sowas wie Shims abzuplanen. Ach geil, das hätten wir. Das ist mega, da machst du hier einfach die Bude an, wenn die angesteckt wird. Das ist magnetisch? Magnetisch. Dann machst du deinen Shim hier hin, diese Magneten halten das dann, damit der da nicht wegfliegt. Und dann kannst du hier mit dem Rad, ich sag's dir, im Mühe, kannst du hier zustellen. So filigran ist dieses Rad. Ja, das Ding hättest du mir nicht zeigen dürfen jetzt.
Das ist super. Weil ich weiß eBay Kleinanzeigen, 1500. Inklusive Lieferung, ist umgefallen, da drauf gefallen, hab dann erstmal 500 Euro zurückbekommen. Nee, ich weiß noch, weil als wir Limo Ventilspiel eingestellt haben, das war, ja. Wir machen halt auch viel dafür. Das war mit kleines, also eine kleine Spannvorrichtung gebaut, damit du diesen kleinen Chimp überhaupt erstmal spannen kannst und dann wirklich auf der Fräse mit einem Schleifkopf wirklich immer aber nicht präzise. Langsam rübergefahren. Ja, aber es war die einzige Möglichkeit, die in dem Moment ging. Ne? Ja, gut, war der Kopf schon drauf, ja? Ja. Ja, weil du kannst natürlich auch immer schön die Ventile kürzen, dann kannst du an dieses kleine Gerät gehen. Ja, aber du brauchst halt auch das kleine Gerät für, ne? Ja, ja, das ist dann die zweite Investition, die ich euch allen empfehle. Weil ich glaube, das Ding kostet 10.000 oder so und du kannst damit Ventile schleifen. Da kommt ja das Ventil hier rein, das wird dann hier gespannt. Hier machst du dann die Bude an. Dann dreht sich das Ventil und du kannst dann langsam aber sicher ans Ventil ranfahren. Soll ich dir mal zeigen? Ist cool. Ja. Ich hole mal gerade ein altes Ventil. Hast du auch erst 2.870 Ventile gemacht? Ja, jetzt kannst du rechnen. Bei 4 Euro pro Ventil können wir schon was essen gehen. Kommst du nicht hin, mein Freund? Ja doch, was nehmen wir? Pro Ventil nehmen wir jetzt zwischen 6 und 8 Euro. Ne? Mhm. Alex bringt dein Ventil. Das ist das Magazin von der Hermine, das auch mittlerweile randvoll ist. Junge, hängen noch alleine für 200.000 Euro Werkzeuge drin, ne? Ja, du kannst so rechnen, ganz einfach. Ne? Also nee, noch mehr. Guck mal, das sind 50 Werkzeuge oder so sind das? Also ich hab 88 Werkzeugplätze, ich habe sogar noch ein paar mehr Werkzeuge. Aber rechne mal mit Aufnahme und Fräser und allem Pipapo circa irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro pro Werkzeug. Und die Maschine merkt sich immer, was da gerade drin hängt. Also musst du reinschreiben, sagen, da hängt jetzt ein 8er Bohrer drin. Auf genau, Platz richtig. 64. Genau, richtig. Die, tatsächlich ist die Zuordnung, macht die Maschine selber. Mhm. Aber du kannst das Werkzeug, was du willst, aufrufen. Dann. Aber du musst ihm einmal also logischerweise sagen, was für ein Werkzeug ist. Ja, richtig. Das ist schon relativ komplexer, damit auch kein Fehler passieren kann. Und so. Wie machst du das jetzt für die neue Maschine? Musst du sowas alles wieder kaufen, logischerweise? Ja, aber ich bin am, also ist nicht so. Ich bin am Dienstag bei der Firma Heimer, die macht Werkzeugaufnahmen. Vielleicht kriege ich eine Kooperation mit denen. Weil es wäre eigentlich cool, wenn die sich alle geeinigt hätten, die gleiche Aufnahme zu machen. Also das ist HSK 63, so heißt die Aufnahme. Ne? Und die sind jetzt, das ist genormt. Ist schon genau, okay. Das hier oben, dieser Schaft, was in die Spindel. Es gibt auch andere Spindelschäfte, ne? Mhm. So, guck mal, hier haben wir so ein ganz abgeranztes Ventil, ne? Sieht nicht so cool aus. Dann drücken wir jetzt hier auf diesen Knopf, dann wird das mit diesem Kugelspannfutter quasi zentrisch gespannt. Jetzt können wir hier noch in dieser, können wir mal, ich schätze mal, das Ventil hat ca. 35 oder sowas in die Richtung. Das heißt, wir gehen hier auf Stufe 8, so. Machen die Bude an, gucken, dass Öl darauf ist. Und wichtig ist, dass wir bei dem Vorgang jetzt nicht frontal da reinfahren, sondern so leicht jetzt zurückbewegen das Ventil mit dem Rad hier hinten und auch den Stein hin und her bewegen, damit wir da nicht so einen Katschen reinfahren. Also du kannst jetzt theoretisch Ventil rein rausziehen und den Schleifstein links und rechts. Genau. Jetzt machen wir das gerade mal. Und, okay, aber du hast jetzt gerade einen Winkel voreingestellt, den der Ventilsitz dann logischerweise auch haben muss. Ja, der Winkel hat ja immer 45 Grad. Ist immer gleich, okay. Und jetzt quasi schlicht sparen. Zack. Siehst du natürlich auch sofort, ob ein Ventil eiert? Genau, richtig. Ne? So siehst du, guck mal, wie schön geschliffen. Und wenn du, ich hätte jetzt noch einmal drüber schlichten müssen, aber die Ventile sind eh Müll. Wenn du jetzt da den Sitz passend neu zuschneidest, musst du auch gar nicht mehr einschleifen wahrscheinlich. Nö, da wird gar nichts eingeschliffen. Ne, und dann haben wir jetzt haben wir uns hier eine Führung reingemacht, musst du jetzt nicht haben. Kannst du, wenn du die Bude anmachst, kannst du hier dann das Ventil kürzen, das ist auch relativ cool, wenn du das anpassen willst. Ja, Sehr gute Maschine, kann ich sehr empfehlen. Guter Kosten-Nutzen-Faktor. Ja, klar, wenn ich mir gerade überlegt. Ich habe auch schon Maschinen gekauft, die ich wieder zurückgegeben habe. Ne? Nicht zurückgegeben. Weil wenn ich überlege, egal auf welche andere Methode du das gemacht hast, hätte ich auf jeden Fall viel, viel länger gedauert. Ja, richtig. Guck mal gerade. 5 Euro. Ja. Ölwanddeckel? Differentialgehäusedecke, Ferrari-Eimer. Reißen ab Werk.
wenn die zu viel Leistung bekommen. Also das Letzte, was ich jetzt gedacht hätte, ist, dass du für einen Ferrari irgendwelche Deckel frisst. Weil ich hätte gedacht, das sind so Experten, die wollen auf jeden Fall Original-Ferrari wieder haben danach. Ja, aber es muss ja halten. Also das ist der Original-Dackel und der kriegt hier hinten einen Riss. Hier ist auch ein Ölkanal drin. Und wir haben gesagt, okay, wir kriegen das hin, wenn wir den, damit der keinen Riss mehr bekommt, versteifen wir den in Anführungsstrichen mit diesen Kühlrippen hier, ne? Und fräsen den einfach hier aus dem Billet-Ding. Jawohl. So. Und dann ist das auch wieder cool. Ja, es ist, das hier ist auch krass. Und zwar ist das hier ein Alfa Romeo, engen Rennsportkopf. Und dem war volle Möhre. Man sieht leider nur noch hier ganz bisschen was. Und zwar, ich muss selber gucken, weil man es nicht mehr sieht. In welchem Brennraum war es hier? In dem Brennraum ist dem alles abgerissen. Und wir haben diesen Brennraum komplett aufgelasert, nachgeschliffen, nachpoliert, so dass du hier nichts mehr siehst, außer hier unten siehst du das im Ventilsitz. Da haben wir noch Lasers, müssen wir nämlich den Ventilsitz noch nachschneiden. Und das hat so heftig gescheppert in dem Kopf hier, dass dem sogar hier oben die Tassenstößelführung gebrochen ist. Siehst du, dass da unten ein Riss drin ist? Ja, Alpha Rennsport ist halt auch selten, ne? Dem ist da unten das Ding gerissen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das Ding jetzt aufgespindelt. Siehst du, da ist die Kante von 35 auf 39. Jetzt kommt eine Messingbuchse rein. Und dann funktioniert das auch wieder. Ja, das würde so ein Kopf sein, den kriegt man aber gar nicht mehr. Den kriegst du nicht mehr, ich weiß. Ach ja, da hinten waren wir noch nicht. Sieht ja so ein bisschen Hochregallager. Könnte schon fast wieder noch höher also sein. Also es sieht wüster aus, wie es ist, ja. Aber ich finde, dass es wüster aussieht. Guck mal, da steht überall eine Zahl drauf. Guck mal, da steht 493. Ja, und 493 gibt es den Auftrag 493 und dann findest du den Rest. Es gibt nur einen Kunden, der heißt Philipp Kess, der hat seinen eigenen Schrank hier. Hey, wobei, der hatte ich letztes Mal schon den Schrank, ne? Also das ist wirklich dein Schrank. Ja. Aber die gute Sunnen macht auch noch ihren Dienst hier. Ja, das ist die beste. Was hat so eine Maschine, wenn du die heute kaufst oder als du die damals gekauft hast? Nee, pass auf. Was hat die für Laufzeit? Also wie werden die angegeben? 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre? Du verwechselst gerade was. Das ist, du kanntest die Sunnen, die ich hatte damals. Und dann kanntest du auch die Sunnen vom Björn. Ne? Mhm. Das ist eine neue Sunnen, die ist elektrisch gesteuert. Da hatten wir mal ein Video drüber gemacht. Über die? Ja. Ja. Das ist eine neuere. Das ist jetzt keine so eine, die ist von 2019. Nein, weiß ich aber, das war ja die Frage. Also ach selbst so, wenn du jetzt aktuell noch kaufst, sagen die dann 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre, wie bei alten Maschinen? Ah, ja, ich weiß es nicht. Aber ich denke schon, also die ist schon noch sehr mechanisch. Ja, also mit Siemens-Steuerung und so wird das schon passen, ne? Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte ja vorher die weiße auch. Die war dann aber so oldschool wie Björn hatte auch. Die hatte noch mechanische Anzeige mit Last. Alles so, ne? Ja. Die läuft immer noch. Die habe ich gekauft für 15.000 Euro, habe damit 2 Jahre gewohnt und habe sie für 25.000 nach Österreich verkauft. Und die läuft immer noch. Ne? Und eigentlich ist Andi Werkzeug. Ich sag's dir. Werkzeughandel, Maschinenvertreter und nicht. Ich sag dir, ich habe mich nicht einmal... Wo hast du mein Zu-Verkaufen-Schild dran? Was können wir noch verkaufen hier? Also warte mal. Ich habe wirklich kein Minus jemals mit einer Werkzeugmaschine gemacht. Also... Wirklich nicht. Also ich glaube, das liegt aber auch dran, weil du natürlich auch die Maschinen hier gut präsentieren kannst. Du kannst zeigen, dass sie funktionieren. Du kannst Tipps geben, wie sie gut funktioniert. Das ist ja beim Maschinenkauf auch immer schon wichtig. Weil ganz ehrlich, wenn ich so eine Maschine jetzt kaufen würde und ich würde sie einfach so kaufen aus dem Keller raus, Alter, bis ich die zum Laufen kriege, ist ja... Ja. Weißt du? Guck mal, die Hermle. Hast du drei Motoren kaputt gemacht. Als ich mich jetzt für die Gruppe interessiert habe, habe ich natürlich geguckt, was kriege ich für die Hermle, ne? Und die Hermle hat damals Liste Basic, so wie sie da steht, ohne Zubehör, 330 gekostet. Ne? Jetzt habe ich damit seit 21 habe ich damit 3,5 Jahre gefräst. Ne? Hat richtig Kohle gebracht, die Maschine. Und ich kriege für die Maschine, so wie sie da steht, noch 250. Weil die auch im Wert, also nach 330 ist sie dann erstmal Preisanstieg auf 380 gegangen. Ja, und das so jedes Jahr immer teurer. Ja. Und ich weiß, in den Büchern steht sie noch mit, keine Ahnung, auf jeden Fall weniger, wie sie Liste kostet jetzt. Und, aber die Welt ist ja. Ja, funktioniert. Hauptlagergassen-Hundmaschine, das war ein ewiges Thema. Wie haben wir denn den Lambo gehund? Also es hat auch geklappt, aber es ist so eine Sache gewesen. Ne? Ja, die haben wir ja noch in der Sun gehund, ne? Ja, ich habe da so ein Gerüst drauf gebaut und dann habe ich den Block seitlich. Da... Ich erinnere mich an dieses Rambo-Bild wieder. Ja, richtig. Und irgendwann wurde mir das alles zu doof und ich habe ja schon Werkzeugfetisch und so zu arbeiten macht natürlich mehr Spaß, wie sich solche Sachen provisorisch. Aber ich sag mal so, du hast es so schön gesagt, das kommt... Du arbeitest, verdienst Geld und ich investiere in Maschinen. Ich verdiene Geld, ich tue es wie in eine Maschine investieren. Ne? Und irgendwann hoffentlich habe ich genug zu Ende investiert. Gibt es noch Maschinen, die dir fehlt, wo du Bock drauf hättest? Ja, also ja, hatten wir ja mit der Drehbank gerade schon. CNC-Drehbank auf jeden Fall. Und das ist das Einzige? Ach, so ein bisschen so Draht erodieren finde ich schon cool. Weißt du, was Draht erodieren ist? So
So wegmachen, also wenn du einen Innensechskant oder sowas machst. Ja, sowas, du schießt da so ein Draht durch. Das ist auch noch mega, kannst du sehr präzise mitarbeiten. Was gibt es denn noch Schönes? Es gibt noch vieles. Guck mal, Dodge Viper Kopf. So mehr größeren Zylinderkopf mit größeren Ventilen wirst du nicht finden. Mhm. Mhm. Guck mal hier, alles aufgelasert. Die Maschine ist relativ neu. Die Ventilsitzfressmaschine, die habe ich Hermann von H2 Motors abgeluchst. Der hat sich die gekauft, Alter. Die Story ist lustig, da gibt es auch ein Video zu. Ja, aber auch riesig für Ventilsitze. Die ist massiv, die ist super. Hermann hat sich die gekauft, hat sich die in die Ecke gestellt, hat irgendwie keinen gefunden, der damit so richtig umgehen konnte. Nach einem Jahr hat er gesagt, Andi, willst du die nicht kaufen? Ich habe ihm die abgeluchst. So einen guten Kurs. Und das ist Absaugung, weil falls du mal hier so Beryllium-Sitze oder sowas hast? Zum Beispiel, ja. Die ist echt cool, die Maschine. Die funktioniert auf einer anderen Basis. Die sich so selber zentriert, auch in der Führung dann, ne? Über genau, also die anderen Maschinen hatten das ja so, dass die, fahren wir gerade in die Mitte hier rein. Die andere Maschine hatte das ja so, dass dieses Kissen sich so bewegt hat und den Rest musstest du dann ausrichten. So, und hier machst du einfach nur diese beiden Bremsen auf und dann ist dieser ganze Dorn, guck mal, so gelagert. Und der passt sich dann perfekt. Links kurve, ja. Rechts kurve. Der passt sich dann quasi perfekt zu deinem Ventilsitz an. So, wenn der jetzt so wäre, ne? Aber gut. Das heißt, du machst wirklich einfach nur zack, dann in den Ventilsitz rein? Genau, machst die Bremse. Also, du machst, warte mal, machen wir mal gerade wieder gerade. Du machst so, dann fährst du in den Ventilsitz rein, den du schon Pi mal Auge gerade ausgerichtet hast, fährst da so rein, bist dann da so drin. Wenn du dann mit dem Piloten so da drin bist, machst du dann die Bremse auf, der zentriert sich mittig, machst die Bremse wieder zu, und kannst dann die Spindel anmachen und loslegen. Mhm. Das ist cool. Mhm. Mhm. Aber schon ein krasser Kasten. Ja, und der wiegt auch echt viel. Also, aber das Ding vibriert nicht, da ist keine Schwingung. Man kann schon sagen, dass die guten Maschinen die Arbeit erleichtern oder schneller machen. Ja. Wenn du das alles auf herkömmliche Maschinen machen würdest, würde es zwar wahrscheinlich auch gehen, aber würde doppelt dreimal so lange dauern. Ja, und nicht diese Präzision. Ne? Also, natürlich ist immer wichtig der Typ, der davor steht. Ne? Aber es vereinfacht die Arbeit. Ne? Mhm. Also ich sag mal so, gib mir 3 Tage und ich habe dir Ventilsitzfräsen Deluxe beigebracht. So, dann kannst du das austreien ohne Probleme. Ja, so, wir müssen noch ein paar Motoren ausladen, bauen, wie auch immer. Freut mich, dass es hier so weitergeht. Freut mich. Wird auf jeden Fall ein bisschen Content geben, weil wir bauen jetzt ja wieder Motoren. Das heißt aber auch gleichzeitig leider, werden wir ja Sachen kaputt machen. Ist nun mal so bei den Hochleitungen. Und du wirst wieder auf der Autobahn wohnen. Ich werde wieder zwischen Köln und Hannover irgendwo dazwischen wohnen im Bus. Wie ihr seht, deswegen fahre ich Bus. Aber ja, danke für die klaren Einblicke, war mir höchst gar nicht interessant. Einfach mal ein bisschen Überblick, was so alles geht. Und jetzt gucken wir mal, was wir Schönes bauen. Ne? Machen wir noch einen Espresso. Alles klar. Ciao. Ciao.